Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrter Herr Wirtschaftsminister, schön, dass Sie noch da sind. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn Herr Holitschek gerade leider den Saal verlassen hat und vorhin meinte, er geht nicht auf die Rede des Kollegen ein, muss ich sehr wohl dann noch mal drauf eingehen, weil ich das teilweise verstehen kann. Wir haben in den Räumlichkeiten nicht oft schnelles Internet, da kann man sich auch nicht so gut informieren manchmal. Aber was hier wieder über die AfD gelogen wurde, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund, die sich integriert haben und arbeiten, abschieben wollen. Das ist wirklich eine Schande, dass Sie diese Lüge hier immer wieder aufrechterhalten. Und Sie sollten sich die Resolution doch einfach mal durchlesen. Da steht nichts von Menschen, die sich integriert haben. Da steht nichts von, wir wollen alle abschieben. Das ist diese Lüge, die Sie in der Gesellschaft immer streuen wollen, weil Sie spalten wollen, weil Sie hetzen wollen, weil Sie Angst schüren wollen. Und diese Richtigstellung sei an dieser Stelle nochmal angebracht. Und wir alle wissen auch, warum wir heute hier sind. Wir sind nicht hier, weil die bayerische Wirtschaft plötzlich über Nacht ein neues Zeitalter des Aufschwungs erlebt hat, sondern wir sind hier, weil Herr Aiwanger natürlich in den Bundestag möchte, weil Wahlkampf gemacht werden soll für die Freien Wähler. Bundespolitisch einfach noch unbedeutend und deswegen soll jetzt hier vorgelegt werden. Und ich durfte bereits zur letzten Regierungserklärung vom Herrn Ministerpräsidenten Söder, der heute mal wieder kurzweilig hier verweilt ist, schon sprechen. Da trug es den Titel Modernisierungs- und Beschleunigungsprogramm Bayern 2030. Und eine große Gemeinsamkeit, die erkenne ich bereits jetzt. Die Worte des Herrn Ministerpräsidenten Söder, die haben wie die Worte seines Stellvertreters keinerlei, aber absolut keinerlei Schnittmenge mit den eigenen Taten, sehr verehrte Damen und Herren. Herr Söder versprach auch so am 13. Juni dieses Jahres vollmundig über 50 Neuerungen und 100 Maßnahmen zur Entbürokratisierung auf den Weg gebracht zu haben oder zu bringen wollen. Und eine kurz darauf angebrachte Anfrage des Kollegen Lipp, der später auch noch spricht, ergab eine spannende Antwort der Staatskanzlei, nämlich schlichtweg, dass es hierzu gar keine Angaben gäbe, welche Maßnahmen hier überhaupt gemeint seien. Ein klassischer Söder eben, viel gesprochen, nichts davon gehalten. Und die heutige Show von Ihnen, Herr Minister Aiwanger, ist auch nichts anderes als die Bewerbung um eben das benannte Direktmandat. Und ja, rhetorisch waren Sie heute wieder in Bestform, das muss man zugeben. Ja, Sie machen das immer ganz charmant und wortgewandt und auch populistisch. Und Populismus ist ja auch nicht schlecht, wenn es dann tatsächlich nah am Volk ist. Aber schön, dass es manchmal ein bisschen Leben in die Bude bringt. Bei manchen Worten fühlen Sie sich dann doch sehr getriggert. In der Bibel steht schon, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und die Früchte ihrer Politik, Herr Aiwanger, die sind wirklich mehr als ernüchternd. Sie kritisieren immer die Deindustrialisierungspolitik der Ex-Ampel. Ja, vollkommen zu Recht. Aber wie sieht es denn bei Ihnen selbst aus? Bei Ihnen selbst auf bayerischer Ebene sind Sie und Ihre Freien Wähler doch schon lange selbst zu Steigbügelhaltern genau dieser wohlstandsvernichtenden Politik geworden. Und während Sie im Bierzelt die CO2-Steuer anprangern, setzen Sie in Bayern ein Klimaschutzgesetz durch, das in puncto Radikalität ja wirklich selbst den Bund übertrifft, bis 2040, 5 Jahre früher als Berlin, der grüne Traum oder wie wir in Bayern sagen würden, der bayerische Albtraum. Und so wettern Sie auch gegen den Zwangsaustausch von Öl- und Gasheizungen, doch auf Landesebene setzen Sie doch auch das munter fort. Und wir haben es heute mehrfach gehört, die Versprechungen zur Kernenergie. Sie hätten doch selbst den Rückbau von Grund Remmingen C und Isar 2 auch rechtlich verhindern können. Sie taten aber nichts. Und jetzt stehen wir vor explodierenden Energiekosten und einem kollabierenden Netz. Und dass die Strompreise gestiegen sind, auch bereits vor dem Krieg in der Ukraine, sollte auch allen bekannt sein. Aber man kann natürlich noch einen draufsetzen. Vollmundig heute wieder vom Einsatz gegen das Verbrennerverbot sprechen, da hier wirklich 180.000 Arbeitsplätze in Bayern direkt betroffen sind. Aber was machen Sie denn immer, Herr Aiwanger, und was macht die Fraktion der Freien Wähler? Ich möchte ein paar Anträge der AfD aufzählen. Technologiestandort Deutschland bewahren, Dieseltechnologie erhalten, abgelehnt von CSU Freie Wähler. Ja zum Verbrennungsmotor, ja zu bayerischen Arbeitsplätzen in Schlüsselindustrien, auch abgelehnt von CSU Freie Wähler. Antrag der AfD, ein Verbot des Verbrennungsmotors durch die EU verhindern, auch abgelehnt von eben Freie Wähler und CSU. Und jetzt erst im September erneut ein Antrag der AfD, ja zur bayerischen Automobilindustrie, ja zum deutschen Verbrennungsmotor, auch der natürlich abgelehnt von Freie Wähler und CSU. Ein kleiner Hinweis, mit einem Nein, da bewegt man sich auf der Stelle, da kommt man nicht vorwärts, ein Ja mit einem kleinen Ruck nach rechts zugegeben, wäre vielleicht mal ganz schön. Die Menschen da draußen würden es Ihnen danken, wenn Sie die Anträge der AfD nicht immer nur kopieren würden, sondern auch einfach mal zustimmen.
Aber in puncto Dankbarkeit, das fällt Ihnen auch sehr schwer. Das haben wir auch in der Corona-Politik gesehen, auch an den Rückforderungen quasi der Corona-Hilfen. Fast 1 Milliarde Euro für die bayerische Wirtschaft, die Sie hier zurückfordern. Und Sie behaupten ja immer, Sie seien so nah am Bürger. Das sind wir auch, das bin ich auch. Ich hatte diese Woche einen kommunalen Termin bei einer kleinen Konditorei. Das sollte jedem Mandatsträger hier auch bekannt sein, das Innenstadtsterben. Es wird immer schwieriger für kleine Betriebe, auch gerade im Handwerk, sich zu halten und auch noch kostendeckend zu arbeiten. Da ging es darum, welche Lösungsansätze man denn finden kann, um eben eigentlich die Innenstädte zu beleben. Aber es ging auch dann ganz schnell um das Thema der Corona-Hilfen. Die Inhaberin dieser Konditorei, 30.000 Euro Rückzahlung ist noch offen. Die Dame steht selbst 16 Stunden am Tag in der Konditorei, hat nur noch eine Mitarbeiterin. Und da frage ich mich schon, wo ist denn an dieser Stelle Ihr Respekt und wo ist denn hier Ihre Anerkennung diesen Menschen gegenüber, wovon Sie immer sprechen? Ja, da hilft es auch nichts, wenn man im Koalitionsvertrag auf sage und schreiben 2 Seiten, glaube ich, 12 oder 13 Mal das Wort Handwerk erwähnt. Gerade so, als ob man mit der häufigen Nennung des Handwerks dieses dann auch ausreichend unterstützen würde. Und eins muss ich natürlich zugutehalten, Herr Aiwanger. Ja, einen gewissen Unterhaltungswert, das hat Ihr Auftritt immer mal wieder, die Rhetorik und auch der Stil, mittlerweile auch sehr bekannt. Man sieht sich auch öfter mal auf diversen Veranstaltungen. Aber alles, was Sie sagen, das sind nun mal 1:1 AfD-Forderungen. Bei der Kernkraft, dem Schutz der Autoindustrie, der Abschaffung der Erbschaftssteuer und oder dem Erhalt des Bargelds. All das sind AfD-Forderungen, die Sie schlichtweg ignorieren und dann am Ende dann auch wieder übernehmen. Und ja, was war denn mit der Kernkraft? Noch 2011 sagten Sie selber, Kernkraft sei unverantwortbar. 2024 fordern Sie den Wiedereinstieg. Die AfD hat seit ihrem Einzug in den Landtag über 50 Initiativen zu diesem Thema eingebracht. Alle wurden jedes Mal von Ihnen abgelehnt. Aber immer wieder sprechen Sie davon, Sie würden sich dafür einsetzen, zurück zur Kernkraft eventuell, oder der Ausstieg war verfrüht oder es war falsch. Ist einfach nicht mehr glaubhaft. Schönes Beispiel, die Halbleiterindustrie. 2021 sagten Sie noch, Herr Aiwanger, die Initiative der AfD sei abwegig. Und ein Jahr später taufen Sie selbst die Bavarian Chips Alliance mit diesem Namen. Und die Idee kam auch hier von der AfD. Ja, Herr Aiwanger, so charmant und so rhetorisch gut Ihre Reden manchmal sein mögen, sind wir doch mal ehrlich, Hand aufs Herz, im Prinzip sind Sie eigentlich ein verkappter AfDler jetzt schon. Und ich kann Ihnen nur raten, dass Sie vielleicht Ihre Ein-Mann-Partei auflösen, sich überlegen, zur einzigen verbliebenen bürgernahen, freiheitlichen und wirtschaftsfreundlichen Partei zu kommen, der AfD. Wir würden Ihr finales Coming-out wirklich sehr begrüßen. Stellen Sie sich noch die Frage, bevor Sie nach Berlin gehen, für was möchten Sie in Erinnerung bleiben? Als jemand, der für die Interessen der einfachen Frau, des einfachen Mannes eingestanden ist, gegen die globalistischen Eliten und die grüne Verarmungsagenda? Oder als derjenige, der zwar so tut, in Wahrheit aber nichts anderes ist, als der Good Cop zum Bad Cop Söder, dann am Ende ein Wählertäuscher, ein Kollaborateur, linksgrüner Deindustrialisierung? Herr Aiwanger, Sie müssen sich entscheiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.